Hey, Flo, warum ist unser Winstreak auf Null? Ah! Ich könnte immer noch mir irgendwie den Kopf abreißen und beide Arme und beide Beine und dann renne ich als Torso rum. Dann kannst du nicht mehr rennen. Dann krauche ich als Torso rum, als Torsoraube. Als Torsoraube? Wäre möglich, ja. Ach, ja. Ben ist mal wieder jetzt am Start, muss. Da ich ja nichts versauen kann. Was meinst du? Können wir mal so einen Winstreak nach Minus aufbauen, das schaffen wir vielleicht. Oh ja, dann eindeutig The Blue Baby. Wenn wir einen Winstreak nach Minus machen wollen, das kriege ich mit dem hin. Das ist schon mal ziemlich sinnlos. Aber ja. Was war das? Okay. Moms Ei so nach hinten schießen und so. Ah ne, Trip-Shot, der Inner Eye. Ich verwechsel die beiden immer. Ich glaube, Moms gut, Ei hat noch. An dem Moms Ei ist wiederum das rote, was versteinert. Und dann hast du nochmal eins, wo noch Wimpern dran sind. Was? Ja, sieht lustig aus, weil deine beiden Augen verschlossen sind. Ja. Wenn dein drittes Auge nun so aufgerissen ist. Naja, ich habe die Erleuchtung gefunden, mein drittes Auge. Ja, lustig, wenn du Triple Shot finden würdest, aber trotzdem nur ein Schuss. Nur ein Schuss hättest. Das ist übelst fies. Kommst du unter freien Boden? Unter freien Boden? Freien Boden, ja. Besonders drunter. Also auf eigentlich. Achtung, wir gehen nach oben. Ja. Hast du die andere Richtung? Ah, ich mache halt keinen Schaden. Das ist halt in so einem Raum extrem nervig. Naja, gut. Geht, also. Ja, na, wenn man halt mit allen drei Drehen trifft, ist das schon nicht schlecht, das stimmt. Ich kann fast überlegen. Riesige Alliteration. Noch einen Shop reinzugehen, oder? Ja. Ja. Naja, ist auch mal Frage, ob du. Na gut, aber einen Schlüssel aufhebt, meinst du? Ja. Na gut, aber 13 Münzen. Ach, Schlüssel. Ja gut, aber wenn ich jetzt nicht die. Ja, machen wir erstmal Boss. Was? Was wolltest du sagen? Nee, na, wenn man nicht auf die volle Münzenanzahl kommt von 15, ob man dann überhaupt reingehen sollte. Das wollte ich sagen. Ja, kannst aber ja trotzdem. Das können zum Beispiel blaue Herzen drin sein, was bei The Blue Baby nicht zu verachten ist. Ja, und wir haben auch das neue Shop-Upgrade. Das habe ich ja letzte Runde geschafft. Von daher hat er sogar ein Item mehr drin. Das stimmt, das sind sogar zwei. Na gut, er schießt auf dich. Ja, ich denke mal, ist das recht praktisch. Sollte auf mich schießen? Niemals. Ich beschütze dich doch. Kommst du noch mal kurz auf überfreien Boden? Ja. Nicht mal eine Münze kannst du mir geben. Wirklich jetzt schon five Items. Fünf. Aber was? Naja, also eine Feuer war ein blaues Herz, also hat sich schon mal gelohnt. Und eine Münze. Ja, aber. Naja. Keine Pille? Nee, ich habe überlegt, auch ob ich die Bombe mitnehmen sollte. Oh, nö. Hätte Geheimraum suchen können, aber auf dieser Ebene hätte der an mehreren Stellen sein können. Deswegen. Ja. Naja, wenn wir also spendenbegeistert sind, wirst du nachher alles spenden. Du hast eine Münze verbraucht, oh mein Gott. Stell dir vor, aber den nächsten Scheiße finde ich wieder an deinem! Niemals. Boah! Ein Glück. Habe ich das Herz verloren, meinst du? Nicht du? Ja. Ich war kurz davor rumzuschreien. Und es war auch, glaube ich, sehr knapp. Also du hast noch. Du hast noch mich gerettet damit, dass du in die Richtung gerannt bist. Das kann sein. Auf jeden Fall bei der Fliege echt aufpassen. Ich meine, ja, das ist so eine Sache, ne? Das wird auf jeden Fall noch uns auch recht aggressiv machen, wahrscheinlich. Sie kann aber auch helfen, so also, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ich schaffe es irgendwie. Na, schaffen wir nicht. Ja, doch. Naja, schon. Eigentlich schon. Wäre möglich. Ja, man muss den Typ halt hier hinlocken und dann muss genau in dem Moment die Fliege da. Kommt der jetzt? Ja. Hey! Scheiße! Ich kann nicht fliegen. Ah! Oh! Kannst du ihn locken? Ja, ja, du kannst weggehen eigentlich. Ja, gut. Ey, der Hammer. Also wie du das gemacht hast. Ah, ich bin wütend! Das war taktisch überragend. Ah, warte, springt mal, genau. Danke. Man kann sie schon taktisch klug einsetzen, oder so ist nicht.
Und noch mehr Geld. Ja, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall in den Shop, würde ich sagen. Pupsen! Hab ich doch! Ja, für später oder lieber spenden das blaue Herz? Alles klar. Naja, ich hatte jetzt überlegt, weil das, die Kacke, die lädt sich ja damit dann automatisch wieder auf. Wenn du in einem Raum drin bist. Ja, wenn ich in einem Raum drin bin. Aber wir haben gesagt, wir spenden. Also spenden wir. Und der ist ja noch nicht hängen geblieben. Bist du auch gerade ein wenig panisch geworden? So halb, weil die einfach nicht gestorben ist. Drauf geschossen und drauf geschossen. Drauf geschissen. Drauf geschissen, oh, die stirbt nicht. Puh, das war gut. Achtung. Ah, ist hier X. Achso, du hast nichts. Ich hab keine Bombe. Ja, ja, ja. Da! Ah. Okay, mein ganzes Herz. Ah. Zum Glück hab ich mir das im Shop geholt. Zum Glück schießt er nicht. Hat die Fliege auch ganz schön viel gemacht, da ist ein Viertel fast. Ja, wie gesagt, die ist stark. Und? So. Also, es ist nicht zu verachten, auf jeden Fall. Dazu noch Blastbombs und dann wird er mal eskalieren. Und, oh, schön Shot-Speed noch. Ja, genau. Ich bin doch ganz friedlich und will noch mein Feuer ausmachen. Das ist eine gute Idee, so ein Feuer auszumachen. Eigentlich könnte er auf mich gehen. Ich glaube, der fliegt nur auf diesen Stein, der da ist. Ja, wir sitzen auch recht souverän unterwegs gegen ihn. Puh. Erzähl nicht so viel. Jetzt drin ist wieder. Ich versuch's. Wir haben ihn besiegt! Hast du Schaden bekommen? Ja, ne? Nein. Nicht? Wahnsinn. Kommt, oder? Wo wir keinen Schaden bekommen haben. Doch, jetzt ist das schon wieder sowas. Was nimmt man mit? Ja, eigentlich ist es klar, dass man Krampus mit einem, zumindest erstmal einsammelt. Ja. Aber, Komm, meine Augen sind offen. Du siehst so glücklich aus. Ja, schon Krampus. Ja. Ja, durch die Puh kriegt man auch immer wieder Geld und so, weißt du? Ja, Geld und auch Herzen. Und blaue Herzen könnten da ich auch schon sein. Ich werde es bereuen, aber ich lasse Krampus liegen. Ich hätte. Ja, nee, das ist schon geil. Ah, ich hätte eine Bombe gefunden. Hast du? Ja. Ja. Naja. Bist du wieder aufgeregt? Ein bisschen. Mein Shotspeed ist auch zum Kotzen. Oh. Sorry. Alles gut. Ist ja nichts passiert. Na, eine Bombe. Und Explosive Diary. Ah, oh, ich kann sie forever. Geheimräume. So, das würde ich aber auf jeden Fall springen. Schade. Yeah. Oh, Pupsen auf jeden Fall. Ja. Ja, eine Münze. Ja, es hat voll das Trinket gemacht. Ja. Naja. Tactical Fly. Naja, wobei. Komm, wir überlegen. Ah, schon gelohnt, schon gelohnt. Ja, Shotspeed ist so ein bisschen. Nicht so deins. Nee. Ich bin so froh, dass dieser Abgrund hier ist. Geh weg, Flieger. Das ist ein Scheißhaufen erneuert. Ja. Und dann war sogar was drunter. Boom. Gut. Ich wollte gerade auch darunter fliegen. Das ist mir auch viel. Ich kann gar nicht fliegen. Ja. Kommst du hier hoch? Achso. Ja, ist über freien, ne, unter freien Boden. Unter freien Boden muss das immer machen, genau. Da haben wir uns direkt. Panik! Paniken! Ah, die sind auch sehr eklig. Oder? Ja, stand ich genau über dir. Du wolltest einfach nur kuscheln. Ja. Der Spinnenarsch. Wollte nur mitnehmen, falls da Dings drin ist. Pilze nicht sprengen? Kann ich machen. Boah.
Alter. Wieder. Unser Gies. Ne, okay. Passiert. Paralysiert. Was ja. Ready Fly. Noch einer. Ready Fly. Negativ. Ne, Explosive Die Roll. Verdammt, Head Down. Und da wäre ein PhD gewesen. Das war so klar. Aber wir haben eh nicht die Münzen dafür. Ne. Aber wir finden uns, also. Ich würde sagen, dass man es noch holt. Wenn man noch Münzen findet. Obwohl. Naja. Ja, wieso? Man kann es auch noch. Klar, aber ist das jetzt lohnt? Jetzt haben wir die ganzen Pillen ja schon, jetzt sehen wir ja die meisten schon. Boah, na gut, aber wenn ich jetzt noch irgendwelche negativen finden sollte, wären die ja positiv. Oh, Mann ey! Muss ich irgendwie aufpassen, dass ich dann zurückkomme. Lass mich das gerade schon wieder an. Okay, wir können es auf jeden Fall leisten. Ah, er wollte zu mir her, der Arschlecker. Ist da wieder so ein blaues Herz oder so? Das wäre schon cool. Da war der Geheimraum. Da ist ein blaues Herz. Das solltest du dann auf jeden Fall hin. Ja, dann. Geheimraum rechts. Kannst du mit mir gut kann ich mitnehmen. Um? Auf jeden Fall dann. Boah. Wow. Ja, wir haben einen so hohen Totspeed, das ist unglaublich! Unglaublich! Achso. Aber, genau. Ja, du hast da noch einen Raum. Den Bossraum halt. Ja, gehen wir rein. Ja, wenn ich rausgehen soll, ist das halt. Liegen mit mir kurz, Scheiße. So ekliger Typ. Ja, ich stehe Steine und ich mach super eklig. Ja, ja. Oh, sehr schön. Arm zum richtigen Moment raus. Ja. Leben hoch. Das war schon mal sehr praktisch für dich. Gehen wir runter. The Dove. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Fliegend und spektral drehen, was mir natürlich nicht wirklich viel bringt. Wäre jemand anders gewesen, wäre das genial. Aber... Wie? Na gut, fliegen. Und spektral drehen. Das stimmt eigentlich. Was hast du jetzt gedacht? Ich frage mich nicht. Du bist Azazel oder was? Ja. Ich bin Azazel. Herr über alles. Noch irgendwo was? Ja. Wir können in den Challenge-Raum gehen. Wenn du willst. Wegen der Münze oder was? Ja. Ob sich das lohnt? Also dürfen wir halt keinen Schaden kriegen. Dann gehen wir halt. Nee? Nee, du musst schon nicht beeinflussen, aber. Nee, du hast recht. Nein. War doch riesig. Bisschen random Game. Hier ist aber nicht kacke, wird schon anders hin teleportiert. Mhm. Kannst dich dann immer freuen in anderen Räumen, dass da schon Scheiße liegt. Oh, wie kommt die Scheiße dahin? Oh, da ist auch Scheiße. Das ist ja schön. Naja, geht alles wieder von Herzen her. Ja, ich glaube, da wird die Fliege uns praktisch sein hier im Raum. Wenn sie so irgendwann mal wieder zurückkommt. Wollte ich gerade sagen, aber irgendwie so Schaden wäre echt mal was Geiles. Schön, wie sie alle ausgewichen sind. Ein Königreich für Schaden. Ja, das ist der zweite, den wir getötet haben. Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir drei haben schon. Vier, fünf, Mann! Dann müsste das ja der letzte sein. In der Tat. Das ist Wahnsinn. Yay. Jetzt dann mal pupsen. Das ist die Münze. Du hast Judgment, du hast Judgment, ja. Hast du Judgment im letzten Dings aufgehoben und nicht eingesetzt? Judgment? Die letzten Dings. Da lag die das, ach, die lag hier bei vorm Boss, ne? Vorm Boss. Ja. Die Karte, die konnte ich mir dann ja holen, weil ich jetzt ja fliegen kann. Ja. Ui. Alles gut. Ja, du musst schon auf diese Fliege da achten. Ja, ich hab nur so was Großes, Fettes, Schwarzes. Kommst du irgendwie auf mich zufliegen sehen und es hat noch gelächelt und sich so gefreut. Hat ein Herz. Boah, hat doch verstanden. Ja, freut sich. Kriegst du dich
kaputt. Gut, gut, Speck gerade drehen. BFF. Die radiert dann vielleicht irgendwie ein halbes Herz weg oder so. Aber ansonsten das blaue Herz auf jeden Fall nicht so schlecht. Sehr schön. Ja. Nimmt man kurz wieder her? Ja. Wenn du mich in deiner Nähe haben willst, das ist so schön. Ja, zum Scheißen bist du halt gut genug. Zum Scheißen zu blöd. Hoppa! Sehr gut! Ja. Ich hatte es auch entschärft. So hast du mal ein ganzes Herzleben. Ja. Hey, sorry. Okay. Kommst du da rein? Denkst du? Na ja, klar. Ich brauch dich zum Scheißen. Jetzt hab ich auch einen guten Großvater. Der macht schöne Häufchen, sagst du. Sehr schön. Stress nicht. Doch, ich auch nicht. Nichts Besonderes dabei gewesen bei mir. Ja gut, aber die Masse macht's, weißt du. Und wir waren nicht im Goldraum, kann das sein? Nö. Ist die Frage, kann man sich halt gleich beides holen oder spendest noch ein bisschen was? Naja, also BFF würde ich mir gerne holen, genauso wie das hier. Ja. Da würde ich noch die Pille holen. Und den Rest spenden. Und weil wir jetzt noch mehr finden, kann ich noch mehr spenden. Du hast nicht alles gespendet. Achso, stimmt. Okay. Oh, nicht so schlimm. Ja, ich komme doch eh nochmal vorbei. Er hat jetzt nur einen größeren Schuss, oder wie soll man sagen? Ich weiß, ich gehe. Größere Hitbox. Mehr Schaden macht er, glaube ich, nicht, ne? Sicher? Sicher schon nicht, aber vermutlich. Weil er ist, glaube ich, abhängig vom Bomben-Schaden. Und das wäre dann, wenn du halt Blastbombs oder so hast. Sehr schön, ey. Klingt, glaube ich, eh nichts, oder? Nö. Ja, dann. Das ist wie so ein Feuerwerk, man freut sich einfach. Das stimmt. Achtung, sie kommt! Die hat mich getroffen. Die hat getroffen. Also, ich sag mal so, spätestens beim Boss sollten wir es ja sehen, ob sie mehr Schaden macht. So, ich kann mir jetzt das andere noch holen, die Trinket-Tasche. Das ist auf jeden Fall besser. Ja! Und da du schon den Bandage Boar hast, ist halt ganz lustig. Dann das stimmt, der ist ja auch größer geworden und die fliegen. Ja, ja. Daran hab ich gar nicht gedacht. Dadurch wirst du eigentlich durch keinen Schuss mehr getroffen. Musst halt nur aufpassen, dass die Fliege dich nicht tötet. Ja. So, dann würde ich mir aber gegebenenfalls doch noch die doppelte Trinker-Tasche holen. Ach, für was? Ja, also weiß ich nicht, jetzt kannst du ja die Kacke eigentlich weghauen. Eben. Na komm. Mann! Hör dahinter mal hängen. Jetzt. Gut. Nicht schlecht. Also. Sagen wir so, wir werden den Automaten, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall schnell voll kriegen. Ja, Judgment hast du ja auch noch, falls dann irgendwie nochmal viele Münzen da sein sollten. Ah, gut. Na gut, vielleicht kriegen wir hier den Battler. Aber nicht von Pestilenz. Okay, das wird gefährlich. Sehr schön. Gut, wenn wir die erste Stufe schnell überstehen. Achtung! Boah! Elektrisch. Das war... Achtung! Ja! Kam die gerade aus dir raus eigentlich? Fliege? Ja. Könnte sein. Sehr schön, wir haben es geschafft. Wir haben in der Ecke gepinnt. Achtung, er schießt. Und ach, schnell. Juhu! Sie ist so süß! Der das. Blaue ist das bei Schwarze. Ja. Aber, nee, wegen Engelsraum. Einen hatten wir schon. Teufelstil lehne ich jetzt ab. Müssen wir rein theoretisch noch reinkriegen. Ja, müsst ihr mal gucken. Dann im späteren Verlauf. Ansonsten wäre halt wirklich nur Austausch gegen schwarze Herzen. Der Video ist halt recht sinnlos, das ist das Problem. Ja. Deswegen, mit dem Blue Baby muss man, glaube ich, wirklich drauf hoffen, dass man die Engelsräume kriegt. Na. Ja, naja. Ja, wir brauchen noch eine Bombe dann. Such erstmal noch eine. Seine Freunde. Seine Freunde. Schwarze Fliegen. Ja. Okay. Weil. Wie war das? In einem sauberen Eisigraum. Ist das schwarz noch? Genau. Und in einem dreckigen ist gar nichts. Und nee, das, geht's zur nächsten Ebene, dachte ich. Ja, stimmt. Das ist ein dreckiger. Oh. Naja, aber hier kriegen wir, glaube ich, blaue Herzen. Drei Stück.
Genau. Wenn was wir keine Herzcontainer haben, kriegen wir blaue Herzen. Huh, das ist ja schön. Oder magst du mehr nehmen als ein halbes? Oder ist das? Soll ich trotzdem gucken? Das ist glaube ich ein sauberer. Ist so? Der ist zwar... Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte, das sieht man so an dem Bett, ob das sauber ist oder nicht. Ja, der Raum ist manchmal auch noch verdreckt, extra noch. Ich guck gleich mal. Beziehungsweise noch nicht. Ich komme ganz gut mit dem halben. Extrem, kann das sein? Mit dem halben Herz komme ich ganz gut klar. Wir haben irgendwie extrem Knockback. War eigentlich nichts in der Richtung eingesammelt. Nee. Ich weiß nicht, wir können über den Abgrund gehen. Ja. Soll bloß nicht so nah an den Gegner stehen bleiben, dass wenn die Fliege rauskommt, dass sie nicht direkt explodiert. Hm. Ja, halt, kommt das mir. Die ja, bräuchte halt auch wie hier Bob's Brain so einen kurzen Cooldown. Oder in den Raum reinfliegen und erstmal nach oben weg. Erstmal fliehen, weil die steuert ja immer nach links unten. Na ja, gut, das wurde uns jetzt ein Geheimnis. Ne, die soll so nach oben. Treffer. So. Genau, ich komm dann rein, wenn du praktisch volle Herzen hättest. Alter. Flieg. Ja, ja. Dass der dich nicht getroffen hat mit dem Laser. Meine halbe Kopfhälfte war ab, aber alles gut. Haha. Er liebt uns. Wir haben ihn getötet. Grausame Welt. Yay. Da kommt aber wieder eine andere Ecke rein. Viel Spaß. Wieso finde ich andauernd immer erst den Bossraum und dann den Rest? Und wo sind wir überhaupt? Das One. Das heißt, es könnte jetzt noch ein... Ey, wir haben ja wirklich realistische Chancen, ne? Den Meat Cube, den Bennett Ball auf seiner vollsten Ausbaustufe zu sehen. Ja, dadurch, dass wir das Book of Revelations haben. Revelations, ja. Oh, der Wafer. The Wafer! Yes! Hat man ihn jemals schon mal gehabt? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Der Wafer macht nämlich, dass jeglichen Schaden, den wir erhalten, immer nur ein halber Herz ist. Scheißegal, wie viel Schaden das machen würde, selbst wenn wir dann in den Eingeweiden der Mutter rumkrauchen. Wir kriegen immer nur ein halbes Herz Schaden. Das ist so geil. Ben freut sich gerade. Ein wenig. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ernst. Total ernst. Oh, Stacheln. Ich hatte gerade schon wieder echt so... Oh, ich renne mal in die Stacheln rein. Mhm. Weil ich's kann. Jo, nächste Ausbaustufe. Sehr schön. Da waren es viele. Ich mal eine Ultrabombe rein. Boah. Sehr gut. Also haben die noch nicht so viel Schaden gemacht. Nö. Ich glaube, wir sollten nicht unbedingt sterben. Boah. Das war ziemlich knapp. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir nicht mal mehr einen Stein, wo wir uns draufstellen könnten. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Sonst, wenn jetzt die Fliege wieder aus dir rauskommt, also du sollst vielleicht mal ein bisschen. Ah, nein. Das ist gerade komisch gelaufen. Boah. Ich wusste gerade nicht, wie ich abhauen kann, dass er nicht von der Fliege erwischt wird. Oh, ich habe noch ein halbes Herz Schaden bekommen. Da ist er. Oh, sind die süß. Nimmt man es jetzt mit? Oder nicht? Du hast volle Herzen. Ich denke, also... Also er ist super. Das muss man einfach mal sagen. Er macht extrem viel Schaden durch die Fliege, die er ausspuckt. Und sehr glaube wirklich, durfte ihn nicht mitzunehmen. So, dann walte mal deines Amtes. Sie macht so schön viel Schaden. Oh ja, dadurch werden wir langsamer, aber glaube... Stompy? Nee. Ja, gut. Oh ja, die brauche ich unbedingt. Ja, dann kannst du durch den Stachelraum rennen und kriegst den Schaden. Naja. Durch den Opferraum da. Oh, wie es getroffen hat? Jetzt hat sie getroffen. Sie macht so unglaublich viel Schaden. Und schießt immer noch? Scheint. Ist ja geil. Schießt sie gezielt? Ja, sie schießt deine Richtung. Das sah gerade ein bisschen so aus wie gezielt, oder? Kannst einsetzen, genau. Nehmen wir mal drei Herzen. Jo. Noch da.
Da war bis jetzt immer der Goldraum. Ja, jetzt sind wir sehr gut aufgestellt. Schon mal ganz gut aufgestellt, ja. Wie ist das? Da ist der Goldraum. Hä? Hä? Ich hab Schaden bekommen. Von dem. Fliegenden Teilen. Von dem. Genau den. Machst du das eigentlich mit Absicht, dass du hier so meine ganzen Herzen verbrauchst, ja? Immer. Nein, nein, die nehme ich nicht mit. Es tut mir leid. Die Regel ist doch vorbei, dass wir immer alles mitnehmen müssen, oder? Musst du nicht. Also kannst du, musst du, ist dein Run, keine Ahnung. Die Frage ist, sie kann halt viel Schaden machen. Ach komm. Ich dich immer wieder trotzdem dann so, ach dann nehme ich es doch. Das ist nämlich komisch geformt, die Tränen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch gezielt schießen, weil den Rest macht sie. Ist der Automat voll? Nein. Das ist natürlich eine geile Sache. So. Sehr gut, die greifen sich gegenseitig an. Top. Der war auch gut. Wie sie einfach noch da stand. Könnte nichts dafür. Maschinengewehr, warte. Das ist eine Maschine. So, hier gibt es aber keine Steine, wo ich reinkomme. Das ist doof. Ja, du kannst fliegen, aber gut. Trotzdem recht. Uiuiuiui. Alles klar. Ja, drücken. Sagst du. Ach, so ein bisschen Spam. Man könnte so halt jetzt hier schon die Bomben legen, weil hier drüben. Nee, ich würde hier drüben legen. Hier drüben? Warum? Ja, Totenköpfe. Vier Steine gegen vier Totenköpfe. Ja, gut. Also, weil. Fünf eigentlich? Da kommen ja auch Münzen raus. Fünf? Ja, fünf. Springt doch, alles klar. Da kommen ja auch Münzen raus. Ach so. Muss doch nicht aus dem Raum rausgehen. Ich sehe gerade auch einen. Achso, ich wusste nicht, dass die Totenköpfe auch als Steine gelten. Achso, das ist Schlüssel, alles klar. Ja. Das war's gerade. Ich wusste nicht, dass die Wizard auch als Steine gelten. Ja. Ja, die Frage ist, ob man dann. Natur Space kannst du ja einsetzen. Ja. Judgment. Machen wir schon einen Shop? Da unten ist er. Alles klar, dann nochmal auf zum Shop. Dann spenden wir da die ganze Scheiße rein. Oder holen den Boom und kriegen dadurch 5 Bomben. Und können noch mehr sprengen. 5 Bomben sind. 25 Münzen. Eben. Minimal. Ja. Ist schon nicht schlecht. Mann, wir sollten echt aufhören, unsere Taktik zu spielen, weißt du? Andere Let's Player, die rennen einfach durch. Und wir machen hier sowas. Ja, das sind nur 4 Steine, gucken wir lieber noch woanders. Wenn irgendwo so ein riesen Steinfeld ist, wäre halt richtig geil. Das stimmt, hier wäre halt maximal 3 jedes Mal. Boah, muss das sein. Danke. Kannst du einsetzen? Muss ich mal so treffen lassen? Ja. Dann ziehen wir eigentlich, kann ich schon in der Mitte ziehen lassen. Das haben wir. So. Goldraum warst du schon? Nee, warst du nicht. Doch, warst du. War ich. Alles klar, war ja die Schokomilch drin. Genau. Machen schon extrem viel Schaden. Also haben wir mittlerweile so viele Bomben. Und da hinten halt noch Räume. Man doch fast überlegen könnte, dann. Hier zum Beispiel. Hier, stimmt. Fuck. So, das Ganze nochmal hier unten, diesmal ohne Schießen. Ja, dann können wir auf jeden Fall nochmal spenden gehen. Hier in die Ecken, ja, genau. Ist doch genial. Sehr, sehr geil. In die Ecken mehr. Dann kriegst du die komplett weg? Ja. Die anderen beiden Ecken noch wahrscheinlich. So, ja. Und danach reicht's, denke ich. Also,
Aber die können gar keine Diamonds geben wahrscheinlich. Nee, die geben mir nur normale Münzen. Okay. Das, also das steht glaube ich auch in der Trinket-Beschreibung mit drin. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt wirklich den Fall macht. Jetzt. Na, ich weiß gar nicht. Ist mit jedem Einwurf eine Wahrscheinlichkeit, dass er gesperrt wird, oder? Wie läuft das? Keine Ahnung. Also Seed-abhängig kann es ja nicht sein, weil mit den Seeds hat man keine Donation-Maschinen. Ja. Aber es war richtig viel, ey, was wir reingedrückt haben. Was du reingedrückt hast. Kommst du eigentlich nochmal wieder rein? Kann ich. Dann kriege ich nicht meine vierte Bratty Fly. Bombe kannst du auch holen, ja. Und du hast immer noch Judgment dann. Dann bin ich ja wirklich fast noch am überlegen, das noch schnell zu machen. Weil hier ist noch so viel. Nee. Ich bin so am überlegen, das nicht zu machen. Weil hier ist noch so wenig an Herzen. Ja, ja, genau. Dann nehmen wir da die Rockets noch mit. Ja. Kommt noch ein Shop? Nö, auch in der Card Room könnte noch kommen. Also kommt jetzt zum Mutter sozusagen. Ja. Na komm. Kannst du nicht. Ah, ich weiß, ich bin so unschlüssig. Aber das ist eine Karte und die ist super gut. Stärkekarte. Naja, immerhin. Und ja, bist du bereit? Bereit. Wenn sie irgendwie mal... Oh, sehr schön. Das war hart. Wurde nicht getroffen, oder? Nö. Was sagst du denn in der Zeit? Hast du es schaffen können? Nein. Okay. Ich hab viel zu sehr rumgedrödelt. So. Eckstein links unten. Links unten? Ach da, tatsächlich. Ja. Also, ich würde nichts sagen, aber wir sind extrem gut aufgestellt. Du sagst nicht zu früh. Ich dachte, ja, ich beim Azazel-Run letztens auch so, dass ich, ja, easy, kein Problem. Gehen wir zum Teufel, mir doch egal. Ja, dann hast du ja gesehen, was bei rausgekommen ist. Ja. Nur Scheiße. Nur Scheiße. Oh. Wir fliegen. In die Ecke. Er wollte nicht mehr. Nee. Ich will nicht mehr leben, ich stürze mich in blutige Scheiße. Ich liebe dieses Baby. Ich bin gespannt, wir müssen auf jeden Fall das Buch hier nochmal auf der Ebene einsetzen. Ja. Was war das? Die Fliege hat sich gesprengt. Ach so. Ist natürlich cool. Ja. Mit dem Rock. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir noch einen bekommen, dass die jetzt wirklich mal auf Stufe 4 geht. Weil ich weiß nicht, ob ich die überhaupt schon hier irgendwann mal auf Stufe 4 gesehen habe. Stufe 3, ja. Das hatten wir auch schon mal, aber... Also jetzt nicht auf der vierten Stufe. Bei unseren Runs, aber das hatten wir auf jeden Fall schon mal dabei. Das ist halt auch ein Erfolg. Sie oder? Ja, einen von beiden auf Stufe 4 zu kriegen. Das ist halt extrem schwierig geworden. Tür ist ab. Ja. Ha! Wave-Effekt! Ja! Da, das Book of Relevance. Hier, da. Ja. Achso, hast keine Bombe. Da ich das Book of Revelation habe, kannst du dir dein Herz halt dann wiederholen. Ja. Wie gesagt, die Nonnenhaube wäre es halt noch cool gewesen. Oh, trotzdem, wir machen gut Schaden. Hast du mit den aufgeladenen Schüssen? Oh, ich hab grad ein bisschen gespammt. Oh gut, stimmt. Aufladen hat doch mehr Sinn. Ja. Ach, keine Bombe. Das war sein Todesschrei. Ja. Das ist eine Bombe. Willst du irgendwas holen? Ja, wobei. Kriege jetzt eh das blaue Herz mit dem nächsten Raum. Mit dem nächsten Raum. Mit dem nächsten Raum. Ja. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit immer mehr.
Machst du noch immer da an, aus, an, aus? Na, ich hab's dreimal eingesetzt, also müsste es an sein, oder? Bin gespannt. Juhu! Und wir sterben. Ich wollte gerade sagen, wir schaffen es nicht. Ja, er ist genau in mir gespawnt. Töte das Pferd! Stufe 4! Erfolg? Wir haben einen Erfolg bekommen! Alter, ist riesig! Na, durch BFF? Naja, klar. Nagel. Bringt ein schwarzes Herz immer. Bringt ein schwarzes Herz. Und Stärke im Raum. Und Stärke im Raum. Ist fast noch besser als das Book. Und das Book brauchst du nicht mehr. Nee. Und da. Ja. Ja. Blaues Herz. Der kann keine schwarzen erhalten. Doch. Ich hab ein schwarzes. Dann gibt's so ein blaues Herz. Na, bei ihm vielleicht. Ja. Denkst du, gibt's sonst ein schwarzes Herz? Ich glaube nicht. Also, ich war nicht der Meinung, dass er immer ein schwarzes gegeben hat. Ich war wirklich der Meinung, dass der Nagel ein schwarzes Herz gibt. Das Riesentier, ey, nee. Die wie einfach nur drüber walzt. Magdalena 2. Och. Gut. Warte. Ah, nee, da fliegt er. Warte. Och, Menno, ich wollte ihn mit der Fliege killen. Achso, ich dachte schon, du wolltest. Achso, du wolltest reinrennen praktisch. Ja. Na, ihn so lenken. Das ist so geil. Die steht einfach nur da und auf einmal ist irgendwas tot. Ich wollte gerade sagen, ist sie komplett eigenständig, aber ist sie leider nicht. Nee, sie ist halt im Endeffekt auch wie der Vogel von Eve. Da kam die Fliege. Mhm. Aber wir haben den Wafer, wie gesagt. Geil Raum. Ja, beim nächsten Herz kann ich mal wieder 3 nehmen, dass du dann wieder Platz hast. Ja. So, dann müssen wir noch reingehen. Und dann macht sie den Rest. Die Fliege. Weißt du, sie will einfach noch kuscheln. Ja. Dann wirst du sowas von diskriminiert. So. Setz im nächsten Raum ein. Ja. Im nächsten Raum. Ja. Kannst du kurz reinkommen? Das klang ja fast schon so, als wenn du geheult hast. Ja. Vor Freude. Nur vor Freude. Tränen der Freude, oh ja. Boah. Der hat noch gefehlt. Du. Du brauchst nichts machen. Ich hab Schaden gemacht, extrem viel, hast du nicht gesehen? Jetzt weißt du, wie ich mich im letzten Run gefühlt habe, auch. Du brauchst nichts mehr machen. Also, ich brauch auch nichts mehr machen, außer kurz in die Nähe des Gegners zu fliegen. Du bist im Nebenraum nutzlos. Das war schon gerade echt verletzend, weißt du das? Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Du machst das. Yay. Da kommt er nochmal. Wieder mal gekuschelt. Ja. Mama streichelt mich! Das war da eher so ein Bitchler. Mann, die Fliege hat auch mal noch was gemacht. Nicht schlecht. Ja, die ist immer ein bisschen verzögert. Das ist aber was gut. Und da ist eine Batterie. Ich glaube, den will er nicht töten. Nö. Nee. Oh. Da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Nee, das tut er jetzt nicht noch an. Das muss nicht. Dafür schon gut, zu gut aufgestellt, meinst du? Ja. Gabi, Item ist mir jetzt egal. Die Batterie kannst du wahrscheinlich schon abholen. Ja. Kannst du es jetzt einsetzen? Ich hab's mal so gemacht, dass irgendwie ein Herz komplettes ist. Das macht ja auch. Ja, ja. Ist besser. Also okay. Aber dann weißt du, sonst hätte ich ein halbes Herz verschenkt und somit. Ja. Yay. Ja, ein Herz und dann kannst du den Nagel nochmal drüben einsammeln und. Also die Batterie für den Nagel zum Aufladen. Ja. Und du weißt immer noch nicht, wo du bist. Das war glücklich gerade schon wieder.
Ich überlege jetzt gerade, meinst du, man kriegt den Nagel nochmal irgendwann voll oder? Dass man den erst beim Boss einsetzt? Schon. Mitnehmen. Also, denke ich halt auch. Oh. Ich will auch nicht mit dem Auge kuscheln. Greift nicht an, kann das sein? Na, nicht das Auge irgendwie. Bald? Ja. Boah, der Nagel macht aber schon extrem den Schaden hoch. Kannst du wieder angreifen? Danke, das war's. Stell ich mal so schön vor. So, wo gehen wir hin? Ich hab das negativ dabei. Also, wir könnten es aber versuchen. Wir versuchen es nochmal. Ich sag nichts. Oh, ja. Ich hau gegen das Mikro, aber genau. Ich sag nichts. Ich hau nochmal gegen das Mikro. Aber ich sag nichts. Nee. Ich werde dir erstmal zeigen, wie das geht, weißt du? Ja. Ich bin zwar total schlecht aufgestellt. Der Wafer, der reißt halt wirklich raus. Auf jeden Fall. Müssen wir wieder angreifen? Genau, gehen wir. Geh nochmal kuscheln. Dass du aber auch in der Schusslinie stehen bleibst. Oh, ja, ich hab keinen Schaden bekommen, es wurde nicht angezeigt. Also ich hab noch volles Herz und du? Volles Herz. Ich hab noch voller Herzen, Junge. Boah, widerlich. Boah. Du hast Schaden bekommen? Ja. Direkt mal neben mir gewesen. Du hattest 11, ne? Herzen. Ja. Medeus. Okay. Sehr schön. Sagst du, holst du dir dein 12. Ja. Ich hole die Karte. Und auch vorher einen Schlüssel. Und eine Bombe. Noch eine Bombe. Die Blue Map, siehst du? Auch nicht so schlecht. Weil da weiß ich trotzdem, wo der Boss ist. Wir rennen voll in die falsche Richtung. Das ist ja aber nichts Nice in dem Run. Das stimmt. Nee, wieso? Ich bin ja immer erst zum Boss gerannt. Da wollte ich zum Goldraum. Ja, dann wollte ich zum deswegen Boss. Falsche Richtung ist ja trotzdem. Okay, aber trotzdem noch halbe Herzschaden. Ja, aber ich auch. Achso. Ziemlich hässlich gewesen. Weil ich halt auch nach unten geflogen bin. Ich hätte weg von dir gemusst. Komm, ich hab dir eine Freundin mitgebracht. Kuschel mit der. Godzilla! War so ein bisschen wieder. Genau, kuschel mal. Kuschel mal, Alter. Oh, der wollte gerade lesen. Wie echt alles totknuddelt. Das ist so geil. Ja, aber da können wir uns auf jeden Fall reinspringen. Ah ne, du hast ein halbes Herzschaden bekommen oder so, ne? Jetzt bin ich voll. Bin total voll. Jetzt könnte ich mir sozusagen wieder volle Herzen nehmen und du nimmst das noch mit, oder was? Hä? Ich weiß halt gar nicht, wie viel ich noch hab. Ja, mach. Weil dann setze ich nochmal den Nagel ein. So, das heißt, du hast jetzt 3. Ja. Ich habe 9. 9, 10. 10. 11. Ja. Alles klar. Ging halt auch nach oben weiter, das wunderte mich. Ja, oh, ich würde hier schon nach links gehen, denke ich. Zum Geheimraum. Ja, zum Boss. Ja. Richtung Geheimraum. Ja. Huch. Wow. 10,5? Nee. Doch. 11,5? 10,5. 10,5. Nee, ich war ja bei 11. Doch. Naja, genau, 10,5. Ja, ist ja recht, ist ja okay. Hör auf mich zu dissen! Geh doch in den Geheimraum. Alter, ist der eklig. Ich hab Schaden bekommen, weil ich gut bin. Das heißt, du bist jetzt auch bei? 2,5. Geh auch zum rein. Geheimraum? Ohne den Nagel. Geheimraum. Hä? Komm, das Herz her. Bringt mehr.
Ja, wenn man mal Bild Schaden oder trifft, dann kommt der Vogel raus. Ich gieß direkt rein. Nagel ist mir egal. Wobei der Nagel macht extrem Schaden hoch. Wenn man easy Räume hat, ist das natürlich schön. Ja, deswegen. Aber du brauchst halt noch zwei Stück. Auch wenn. Wird man sogar noch welche kommen. Ja. Also hinterm Geheimraum war noch ein Raum. Und daneben halt. Es waren noch drei Räume drin dort. Ja. So eine Ecke. Aber wie gesagt, dieser Nagel erhöht halt den Schaden doch schon extrem. Natürlich. Ja, natürlich. Achtung. Der auch. Ach krass, wie weit man doch hier noch falsch rennen könnte. Ja. Oder? Das ist noch, ja, gerade auch nach oben wäre, glaube ich, auch noch ziemlich viel gewesen. Oder nur ein Raum, wer weiß. Nee, es ging ja noch um die Ecke. Hinterm Geheimraum war ja noch. Ja gut, dann. So, bist du bereit? Ja. Voll rein. Top. Ich hab ihn geknüllt. Das ist eine coole Scheiße. Der Brady Flies. Aber du hast nicht so geleuchtet, aber du hast getroffen. Willst du wieder mal angreifen gehen? Haha, ich hätte auch sein können. Danke. So, magst du reinkommen? Oder so? Naja, wobei, das nicht. Ja, die Füße gehen trotzdem noch nicht. Nee, richtig. Ja, das Problem ist. Ah, jetzt kommt rein. Also vom Herzenverbrauch war es jetzt so, dass praktisch du, glaube ich, voll warst. Dadurch, dass du reinkam. Ja. So, Forget me now. Polaroid haben wir dabei, also geht's weiter. Nicht Polaroid, negativ. Ach, negativ war es, genau. Aber wie kriegen wir das eigentlich, das Polaroid voll? Dafür müssen wir Isaac besiegen, oder? Dazu müssen wir. Ja, ich bin voll. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir waren aber halt schon recht oft beim Teufel. Das stimmt. Ja. Ja, okay. Ich glaube, in Goldkisten können sogar auch, widerlich. Oh, sie macht das schon. Gabi Items sein. Ja, der Kopf war zum Beispiel hier in einem drin, oder? Ja. Oh, scheiße. Der lädt ja, wenn man ohne ihn ist. Oh, naja, dieses halbe Herz. Dieses halbe Herz wird kein leichtes sein. Aber ein halbes Herz. Ich glaube, Daddy. Wenn Daddy auf unserer Seite ist, ist Daddy cool. Ansonsten kacke. Mal einsetzen. Zack. Ja, schön gerade aufgedeckt. Okay. Ich begutachte dein Pro-Gaming. Mach mal. Lass mal gucken, was die an Schaden macht, ey. Schon krank, ey. Naja, aber sonst, wie gesagt, nochmal mit dem BFF einfach mal. Das war schon top, dass wir das noch gekauft haben. Ja, was ja auch dann noch die Fliegen halt. Nee, naja, ich nicht. Geld! Das brauchen wir auch unbedingt. Wir haben noch nicht genug. Einmal kurz durchgerannt. Ja. Sehr schön. So einfach verschwunden, sonst platzt das doch immer so lustig. Sie weiß schon, wo die Gegner sind. Ich wollte gerade sagen, sie sieht die Gegner. Da ist ein Vogel noch. Das ist das. Wo nach hinten schießt? Ja. Ja. Ja, nimmt man mit. Dreimal. So, ja, zweimal. Ja. Einmal. Der Magen ist ein bisschen verwirrt. Tod. Vor Liebe, würde ich sagen. Geheimraum ist unten. Nee. Hier sollen wir aus Sets shuffeln. Ja, wobei. Naja, sie macht ja den Schaden, also ist doch egal. Herzen kriegst du ja nicht weniger, von daher ist es okay. Ja. Und sogar mehr Damage bekommen. Zumindest was die Striche sagen. Wie die einfach mal alles tot knuddelt, das ist so geil. Die Flieger, die macht sich auch nochmal immer bemerkbar. Ich hab gerade irgendwie noch so. Was denn?
Ich habe es noch so einen Bock zu versuchen, jetzt noch ein Gabi-Item zu kriegen. Das ist halt so, wenn man einmal die Imba-Sachen hat, ey, dann naja, klar, will man nicht aufhören mit dem Run. Dann will man auch alles mitnehmen. Und solange ich jetzt, weil wenn ich ein komplettes Herz verliere, dann höre ich auf. Toxic Splash Tears. Nochmal. Und siehst du aus? Du hast seine Brüder getötet. Die vermehren sich aber auch wie. Keine Ahnung was. Keine Ahnung was. Ja, genau, und das ist das Schlimmste. Juhu, die fliegen doch da nochmal was. Yay, für eine Bombe. Diese ganze Anregung für eine Bombe. Das ist natürlich eklig. Aber er ist tot. Oh mein Gott, machen ein halbes Herz. Aber so dieser... Ich will eine Kiste. Cappy's Tail bringt noch nicht so wirklich die Goldkisten. Beziehungsweise, er könnte glaube ich nicht mal Goldkisten sein. Oder doch, eine hab ich doch bekommen. Da, die wurde dann ja zu einer roten Kiste. Na, das Mensch, ja. Genau. Also könnte es keiner golden mehr sein. Zumindest nicht in der Hinsicht. Er liebt mich, die Sau. Verdammt, jetzt müsste ich eigentlich weitergehen, wa? Kannst du einen Nagel einsetzen, oder? Du hast ja noch genug Räume, wenn du dort mal hinguckst. Ja. Die sind sehr groß geworden. Wie der einfach mal nichts gemacht hat eigentlich. Geh kuscheln, genau. Ey, jetzt kuscheln gehen. Er wollte kuscheln kommen. Nein, nicht mit mir. Ich hab's ihm nicht gesagt. Ich hab extra eine Freundin mitgebracht. Riesenraum. Ja. Moin, wieder ein halbes Schaden. Geh kuscheln, genau. Eisenbombs. Ja, gut, das heißt, meine Fliege ist Poison geworden, ne? Ja. Schieß Poison. Was? Lass es, Leo. Lass es. Du kriegst ja nichts mehr. Ja, ist das? Ja, ich merke gerade. Das ist, glaube ich, gerade so die Rache dafür, dass ich so größenwahnsinnig geworden bin. Mein liebendes Pferd. Das Pferd liebt mich. Wie viele Pferde sind hier unterwegs? Zwei. Aber das eine war irgendwie schneller als das andere. Und der Vogel kommt gar nicht drauf klar. Da muss ich hin. Wo sind die Gegner? Ja, Mist. Ja, zwei Räume muss ich noch machen. Es geht nicht anders. Ja, es geht ja genau auf. Junge, Junge. Mit der Bombe noch, das war ganz schön viel Schaden. Wie gesagt, ich hätte das so gern gesehen, mal mit Blastbombs. Aber das werden wir bestimmt in irgendeinem Run noch bekommen. Wenn wir jetzt hier Fall sowas Geiles schon kriegen, Mensch. Ja. Ja. Yay. Das könnte ich machen. Alter, seine viele Monstros. Sind die fett. Sie lieben sich. Wie der eine den anderen zu Boden knuddelt. Nein. Och, Manu. Sind nicht gegönnt. Einen Raum hättest du sogar noch. Oh, stimmt. Einer ist noch da. Ja, dann. Das war, glaube ich, gerade wirklich so, dass er wagt ist. Ja gut, er ist jetzt nicht so der schlimme Gegner. Nö. Der Hammer. Der einfach mal beide dort hinten geknüttelt wurden. Verdammt. Aua. Blaues Herz. Schwarzes Herz. Hey. Der hat so eher Richtung... Trollbombe? Nee, goldene Kiste und da hat ein Gabi-Item drin. Das wäre der Hammer gewesen. Aber naja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt den Gegner. Und zwar ist es... The Lamp. The Lamp, ah. Sagen. Ja. Er hat oben eine HP. Das hat er auf jeden Fall. Weil so lange wie sie gerade für ihn braucht. Aber weißt du, wir haben da einfach mal nichts machen muss. Und wir haben sogar so viele Dinge freigeschaltet. Warum denn das? Naja, geh einfach erstmal rein. Ja, okay. Ich geh einfach erstmal.
war reich. Stimmt, das ist jetzt auch ein neues Ending. Dann genießt mal das neue Ending, was wir bekommen haben. Isaac wird vermisst. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Im Keller? Die Mutter sucht ihn. Sie sucht ihn tatsächlich. Sieht ein bisschen aus wie dein kleines knuddelbedürftiges Ding da hinten. Ja, so ein bisschen. Und wie stelle ich mir so Howard's Mom vor von der Big Bang Theory? Ja. Wir haben The Soul von Blue Baby und The Angels. The Angels. Jedenfalls, wer hat's geschafft? Komm Flo, sag. Wer hat's geschafft? Dieses rosa Knuddelding. Ich werde den Namen nicht nennen. Nein. Wer hat den Run gespielt mit dem rosa Knuddelding? Komm, sag's. Da war's Isaac. Nein, ah, nee, komm. Ist Blue Baby. Oh Menno, gib mir doch mal diese Genugtuung. Das wolltest du ja doch gerade sagen. Schrei mal ins Mikro. Nee, muss man wirklich sagen, Ben war sehr souverän. Nee, einfach nur 4 Item Glück. Sehr souverän. Weißt du, wenn ich dich schon lobe, dann machst du dich schon wieder selber blöd. Also, ich bin nur bescheiden, ja, nur bescheiden. Einfach nur behindert. Nein, sowas sagt man nicht. Nein. Jedenfalls, Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Und ja, ja, wir sind es dann wieder in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Flo versaut den Winstreak. Flo failed. Das ist Flo failed. Ach, na gut, macht's gut. Ciao.